Welcome back zu einem neuen Sandro Smith Vlog. Wir sind hier am sicken Dirt Jump Spot zwischen Girona und Barcelona. Und ich habe euch ganz viel zu erzählen. Aber zuerst nehme ich euch jetzt hier mal mit auf einen Trackwalk von den Dirt Jumps. Wir waren am Morgen um 9:30 hier schon am Zmörgeln, am Morgenessen. Und super chillt. The Voice. Hi guys. Einfach immer auf Instagram schreiben. Mega nette Typen hier. Und nachher schickt ihr euch die Location und dann könnt ihr eigentlich da fetzen. Hier oben haben wir einen Roll-In. Dann haben wir hier den ersten Jump. Yeah! Zweite Jump. Die sind super nice zum Springen. Dann haben wir hier den dritten Jump. Den muss man ein bisschen auf rechts springen. Weil da vorne kommt der Hip. Und vor dem Hip müssen wir ein bisschen bremsen, haben sie gesagt. Da ein bisschen bremsen auf den Hip. Dann da, sicken Step Down. Und nachher haben wir da Nummer 6. Und der fühlt sich an, als er ewig tief runter ins Loch geht. Da springe ich eher immer zu weit, fliege runter bis ins Loch. Und nachher habe ich zu wenig Schwung für den letzten Sprung. Nummer 7, der Mulch Step Up. Jetzt sehen wir ihn gerade nochmal. Yew! Where's the bar spin? Alright. Ja, ich probiere nachher sicher auch noch ein bisschen Third Person filmen. Und das nehme ich jetzt einfach mal mit auf ein Lab. Wir haben heute noch Mission. Er will Bar Spin lernen. Eddie will noch Bar Spin lernen. Und ich will sicher auch noch Bar Spin machen. Mal schauen, was wir da so für Tricks können machen. Gonna have a sick session today. Es ist übrigens verdammt kalt geworden in der Nacht. Oder am Morgen, als ich aufgestanden bin, auf jeden Fall. Minus 2 Grad war es. Nachher zuerst zum Morgen einkaufen und nachher da gehen zum Morgen essen. Alright. Pack noch Hände auf den ersten. Juhu. Oh, der dritte ist einfach schon nice. Step down kommt jetzt auch viel schneller rein. Droppen. I actually got here already yesterday, but it was just enough time to do like 10 runs. But I managed to do the whole line, step by step, just the first jump, then the second and the third, and then the hip and all the rest. And then I just sit there with the locals around the bonfire and had the good laughs and the good talk with each other. All right. Yeah, boy. Yeah. New gloves for everyone. Jumping over Eddie. Dropping in. 3, 2, 1. Wow.
Session ist im vollen Gange. Wir haben mittlerweile schon eins. Wir machen nachher zu Mittag da. Wir haben einen Fang Backflip für 60, Novo Can-Can, Techno Hander. Was haben wir noch gemacht? Barspins haben wir auch schon gemacht. Hang up! Yeah. Die gleichen Tricks wie vor, aber in einer anderen Reihenfolge. Novo Can, Can am Start. Techno Hander auf dem zweiten. Oh, was machen wir da? Tired Head mit dem Fuß. Ja. Yeah. Juhu! Oh, good. Oh, shit. I did Novo Can-Can and kicked my bike to the side. Yeah. And then landed on my knees. That's why you should wear knee protection, Eddie. Die Hose hat es ein bisschen mitgenommen. Jo. Jo. Kann mal passieren, oder? One more time. Die Landung beim Step-Up kommt immer so verdammt schnell. Ich bin immer noch so im Päckchen vom Backflip und schlage mir immer voll die Eier an. Oh, es ist einfach auch noch schon geil, um einfach smooth durch die Jumps durchzuflowen. Das Gefühl von aufgehen in die Luft und einfach so wie schwerelos zu sein und zu fliegen. Und die Takeoffs sind noch so steil, es kickt einem so geil in die Luft. Also die Airtime, einer nach dem anderen. Schon das fühlt sich einfach mega geil an. Muss man gar keine Tricks machen. Another bar spin try. Oh! Yeah. Oh, sick. My ex. Oh, yeah. Ooh. All good? I touched my ex with my pedal. Oh, yeah, there is an egg inside the pedal. Whoa. Holy shit. Eddie the pizzaiolo. Oh, mama. Mittagessen im eigenen Pizzaofen da. Geht die Session weiter. Mit dem letzten Malzjump komme ich irgendwie immer noch nicht so klar. Für 6 ist es immer so komisch. Vielleicht bin ich keine Chance zum Andrehen. Yo! 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 Send it! Yo! Yo! Whoa, whoa, whoa. Yo! Ich habe vorhin ein paar Tailwhip-Versuche gebraucht. Eigentlich müsste ich nur noch committen, dann hätte ich den. Bin jetzt aber irgendwie zu müde. Habe ich noch ein bisschen gefüttert. Die Boys sind recht am Gas gegeben. Geile Musik läuft. Wir haben mittlerweile 10 vor 5. Es wird schon langsam wieder dunkel. Wir sind den ganzen Tag da am Shredder. Das ist super sick. Und ja. Ruppi! Yes, boy! Okay. Oh, sick! Yeah! Cindy Diddy. Drop. Oh, dude, I was so close! Racing the hip. Oh!
Okay, ich glaube, ich muss hören. Es wird langsam dunkel, es wird zwar hure geil und ich bin hure hyped, um jetzt noch mehr Sessionen. Aber wir haben noch ein paar Tage und mal schauen, was die nächsten Tage noch bringen. Mal schauen, was da die Boys zu denen noch machen. Yo! You're crazy. You're doing one more suicide down here? Yeah, for you, yes. For me? Yeah. That's really kind of you. Let's go! Yeah. Er ist übrigens der Dude, der so crazy Indian Airs macht. Ich selten, nein, eigentlich noch nie so etwas in live gesehen. Und jetzt zeigt er uns da ein huge suicide no hand über einen Step-Down, aber mit dem Enduro. Ich glaube, jetzt mache ich noch schnell ein paar Drone-Shots und nachher wäre es das von dieser Session. Morgen gehen wir auf La Poma, das Wetter sollte gut sein. Here we go.